Moini, Freunde, was geht, was geht, was geht? Wir wollen uns heute glatt Imperio in den Raids anschauen, denn ich finde, der ist eine sehr, 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 sehr gute Antwort als Unlicht-Pokémon. Als Item würde ich euch die Brunusbeere empfehlen, einfach damit ihr nicht verbrannt werden könnt, dass ihr nicht eingeschifft werden könnt, paralysiert, ihr wisst, was ich meine. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir als Attacken Verhöhner, Schwertanz, Kniefallspalter und Eisenschädel. Kniefallspalter ist halt der stärkste Unlicht-Move, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Hat keinen besonderen Effekt, außer dass ihr halt dass er halt eben nicht missen kann. Wenn ihr Elite der Lobby seid, könnt ihr für Verhöhner gehen. Ich würde maximal zweimal Schwertanz wahrscheinlich einsetzen, ansonsten wird es zu krass. Kleine Perio tankt zum Glück trotzdem noch relativ viel. Gerade auf der physisch-defensiven Seite, Siegeswille kann potenziell sehr, 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 sehr geil sein, falls ihr irgendwie Drops bekommt. Durch eine Mondgewalt oder so. Klar, eine Mondgewalt wird auch schon guten Schaden gegen euch machen. Aber in der reinen Theorie, falls ihr irgendwelche Drops bekommt, bekommt ihr einfach kontinuierlich Attack Boost. Das finde ich sehr, sehr nice. Kniefallspalter, wie gesagt, der beste Unlicht-Move. Und ich würde auch hauptsächlich Glad Imperio mitnehmen, falls ihr ein Unlicht-Pokémon habt, weil für Stahl, ein Unlicht-Pokémon braucht, weil für Stahl-Raids habt ihr halt sowas wie Monetigo oder Mautzinger. Aber Glad Imperio trotzdem eine sehr, sehr gute Antwort und ich mag den sehr gerne in Raids. Alright, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne positiv. Habe ich die Faust gesagt? 252 KP, 252 Angriff und 4 in der Verteidigung. Sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne positiv. Wert da. Lasst gerne ein Abo da, um keine weiteren Pokémon, Kamsi und Popo-Videos mehr zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.